So, wir kommen erstmal zum Melonenbau. Ziel ist natürlich, möglichst viel Tabak in dieses Ding hier reinzuklatschen und deswegen möglichst viel auszuhöhlen, möglichst viel da rauszuholen, dass wir verdammt viel Platz für unseren Tabak haben. Unsere Idee ist, das erstmal hier aufzuschneiden und dann einfach alles an Innereien rauszuholen, dann unten noch einen kleinen Anschluss für den Kopfadapter rauszuarbeiten, darüber dann die Zahnstocher und dann ordentlich Tabak da reinklatschen. Wir haben die eben schon mal so gewogen mittlerweile, oder im Moment wiegt sie 2,1 Kilo, aber wir müssen die natürlich nochmal wiegen, wenn wir die dann ausgehöhlt haben. Ja, wir haben auch den Tisch sehr, sehr schön präpariert mit einem Müllsack und ich würde sagen, wir nehmen uns mal das Shisha-Kopf-Skalpell und machen mal den ersten Schnitt und gucken, dass wir da möglichst wenig verschneiden. Ich würde sagen, so ungefähr. Oder mal gucken, dass wir möglichst gerade sind. So. So, das reicht, glaube ich, noch nicht so. Deswegen schneiden wir, glaube ich, noch ein kleines Stück ab. Wir wollen ja auch ordentlich Kohlen da oben drauf kriegen. Da muss ja auch gut Hitze kommen, um den Tabak halbwegs zu versorgen. Weil, also wir haben uns noch nicht genau überlegt, wie viel Kohlen drauf kommen. Das gucken wir dann einfach mal, wenn es soweit ist. Aber so, ja, also mit den normalen 3 Kohlen werden wir da wahrscheinlich nicht auskommen. So, ich denke, das ist für Auflagefläche auf jeden Fall schon mal geiler. Und ja, dann machen wir uns mal ins Aushöhlen. Wir haben natürlich auch einen Teller hier am Start. Das heißt, was wir nicht verschwenden müssen, das wollen wir auch nicht verschwenden. Ich meine, es sind immerhin Lebensmittel, das ist sowieso schon Verschwendung genug. Aber wir gucken mal, ob wir ein bisschen was davon behalten können. Ich würde sagen, das gönnen wir uns lieber in der Timelapse. Also, let's go! So. Und dann sitzt das schon. So, hier haben wir unsere paar Zahnstocher. Es sind nur 500 Stück. Wir schnappen uns da erstmal ein paar. Und ich würde sagen, da die ja nicht breit genug sind, um das da drüber zu legen, versuche ich die einfach so in die Seite reinzuklatschen, dass die über dem Schlauchanschluss hängen, weil das ist ja eh das Einzige, was wir abdichten wollen. So, es sieht nicht so professionell aus, aber ich denke, wenn wir da den Tabak draufpacken, wird es auf jeden Fall von dem Kopfanschluss ferngehalten. Von daher alles okay. Ne? Hauptsache, wir haben nicht irgendwie 3 Tabakblätter da direkt drauf. Der Durchzug wird bei diesem Volumen wahrscheinlich so oder so ziemlich scheiße sein. Also der Kopf ist jetzt schon geschmacklich sehr, sehr gut. Feuchtigkeit ist auf jeden Fall krass. Schnitt ist sehr, sehr grob. Ich meine, guckt euch mal hier die Stückchen an, ja. Also sehr, sehr grob. Oh ja, teilweise echt große Stückchen. Feuchtigkeit, sehr, sehr viel überschüssige Molasse, ja. Ich meine, ihr seht das hier, das ist wirklich abnormal, ja. Da hätten die Hersteller definitiv ein bisschen Molasse sparen können. Aber na gut, es heißt ja auch schon Wassermelone, ne. Also, wir wollen halt mal nicht so eng sein. So, für die Befüllung, ja, was kommt da rein? Wir dachten da, erstmal ein bisschen was Minziges, den Iceplosion, der muss sowieso mal weg. Dann 2 Sachen, die ein bisschen mehr wehtun. Einmal dachten wir uns natürlich, ey, was Besseres kann in einen Wassermelonenkopf kommen als Wassermelonentabak. Da wir aber nicht nur Wassermelone rauchen wollen, haben wir uns gedacht, packen wir noch ein bisschen Traube Minze rein. Außerdem, das sind die 2 Sorten, von denen wir noch reichlich in den Kilodosen was da haben. Deswegen, genau die 2 kommen da auch rein. So, dann geht's weiter mit dem Alfacher Wassermelone. Leute, das ist so viel Tabak. Das verrauchen die meisten nicht in einem Monat, geschweige denn von 2-3 Monaten, glaube ich. Was wir uns eben noch überlegt haben, ist, da der Durchzug so ja wahrscheinlich ziemlich sacken wird, machen wir das so, dass wir jetzt noch mit einem Edding oder irgendwas ähnlichem hier in der Mitte einfach so ein bisschen einen auf Donut-Setup machen und uns hier einfach so ein bisschen nach unten arbeiten, bis wir da halbwegs beim Kopfadapter sind. Ich weiß nicht, wie tief ich muss. Vielleicht sollte ich auch erst mit dem Messer vorarbeiten. So, jetzt bin ich auf jeden Fall
unten angekommen. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt auf dem Video sieht. Ja, da wird auch wieder was reinfallen und so. Alles kein Ding. So, wir haben uns gerade was überlegt. Und zwar seht ihr ja, wie der Tabak hier schon zusammengesackt ist. Da uns das ja nicht beim Rauchen passieren soll, packen wir jetzt den Edding hier rein in die Mitte. Drücken den Tabak ein bisschen an. Ein bisschen ist gut, da geht nochmal einiges. Und werden das dann nochmal ein bisschen voller packen. Das reicht uns dann jetzt an Tabak. Riecht auf jeden Fall nach einem leckeren Kopf. Sehr intensiv, würde ich sagen. Ja, geht auf jeden Fall klar. So, wir bauen uns hier noch ein bisschen einen auf Donut-Setup. So Leute, ihr seht's, wir haben es geschafft. 1775 minus die 760, die das Ding vorher hatte. Hier sind über 1000 Gramm Tabak drin. Ja? Nur zum Vergleich, in ein Apo mit einem Sehflexib gehen 9 Gramm rein. Ja, das heißt, ihr könntet über 100 KS Apos mit dieser Menge Tabak rauchen. Holy shit, sogar über 110. Ja, also auf jeden Fall heftig. Aber dann können wir jetzt auch 110 KS Apos lang rauchen. Perfekt. Ja, auf jeden Fall packen wir das Ding jetzt mal irgendwie aufs Pfeifchen. Mal gucken, wie das so klappen wird. Und dann sehen wir uns beim Rauchen wieder. So, Leute, da sind wir wieder mit dem wohl verschwenderischsten Kopf auf Planet Erde. Ja. Wahrscheinlich dem ganzen Universum, aber man weiß das ja nicht, ne? Unendliche Galaxien und so weiter. Ja, 6 Kohlen haben wir jetzt draufgepackt auf unsere über 1000 Gramm Tabak. Aua an der Stelle. Aua, ja. Wir hoffen natürlich, dass euch das gefällt, was wir veranstalten, weil das war auf jeden Fall so die heftigste Tabakverschwendung. Ja, Rauch seht ihr ja nebenbei. Ich glaube, da geht auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was. Wir wollten erstmal gemütlich anfangen. Mal gut, das ist ein bisschen kacke mit dem Schlauch. Wir wollten erstmal gemütlich anfangen und natürlich nicht direkt den Kopf anbrennen lassen. Das wäre ein bisschen ärgerlich bei so viel Tabak. Ja. Was eigentlich ziemlich witzig ist, was wir aber erst nach ungefähr 10 Minuten gemerkt haben. Wir haben hier so einige Melonenstücke noch drumherum platziert. Ich würde die langsam... Die ist kalt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, langsam werden die gar. Ja, vor allem diese dünnen, die hier relativ nah dran sind. Also hier ist ja auch schon, also ja. Ist gut Hitze, also ich sehe es gerade hier bei denen auf jeden Fall. Die qualmen mir ins Gesicht. Also, das sind Aromaduftkerzen. Ja. Ja, es ist aber trotzdem ziemlich gut gelaufen, muss ich sagen. Also, schmeckt angenehm. Es schmeckt, es raucht, es funktioniert, was wir am Anfang eher nicht gedacht hätten. Ja, wir haben uns das ein oder andere Mal die Frage gestellt, ob das wirklich klappen wird. Ja, vor allem einfach seitens Durchzug. Werden wir überhaupt Durchzug haben? Aber ich muss tatsächlich sagen, Durchzug ist super geworden. Ja. Besser als in einem Tonkopf ohne Sieb oder sowas. Ja. Also da sind keine Löcher verstopft. Nee. es läuft ziemlich gut und ja, schmeckst du denn irgendwas raus? Zum Geschmack, ja. Iceplosion eher nicht so, ne? Wer hätte es gedacht, ja. Iceplosion ja nicht so. Ich glaube, Iceplosion müsste auch so ungefähr nur bis zu dieser Höhe ungefähr gekommen sein. 150 Gramm Iceplosion, trotzdem kein Geschmack. Irgendwas scheinen wir falsch zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. Aber oben, guter Mix aus Wassermelone und Traube. Also man schmeckt es auf jeden Fall. Man kann die snacken so. Meine war warm. So jedes Mal, wenn der eine snackt, muss der andere den Schlauch abgeben oder so.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall gleich noch ein paar Freunde einladen, weil ich glaube, da können wir noch ein paar Mal Kohle nachlegen. Ja. Bin mal gespannt, wie das sich so verhalten wird, wenn sich so die Hitze langsam durch die oberen Schichten durchgearbeitet hat. Ob die Hitze dann noch reicht für die unteren Schichten oder so. Ich weiß nicht, was willst du sagen? Glaubst du, das klappt halbwegs? Oder was ist deine Schätzung, bis wohin werden wir den Tabak verbrauchen? Kommt halt ganz darauf an, wie lange wir an der Pfeife rauchen werden. Also ich würde mal sagen, dass wenn wir uns in 10 Jahren nochmal treffen und die Pfeife anmachen, dann wird die noch qualmen. Ja, wenn wir mal überlegen, dass da ungefähr, wie viel Apos hatten wir gesagt, es sind 1000 Gramm in ein Apo mit einem Seeflex, sagen wir mal, der Einfachheit halber sind 10 Gramm, dann sind das 100 KS Apos. Ein KS Apo sollte mindestens 1,5 Stunden laufen. Das wären also einfach mal 150 Stunden, die man an diesem Kopf rauchen kann, wenn man natürlich den ganzen Tabak verbrauchen würde. Aber, Leute, kurze Ernsthaftigkeit in diesem krass verschwenderischen, krass witzig, unnötigen Video. Wir wollten es einfach mal testen und dachten uns, ne, wenn nicht wir, ne, warum denn sonst auf YouTube und so, ne? Man muss ja alles mal probiert haben, damit man mitreden kann. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall wollten wir das einfach mal testen, aber Spaß beiseite. Leute, ich würde euch das Setup nicht ans Herz legen, zumindest nicht so extrem, ja. So einen flachen Kopf oder sowas auf jeden Fall. Aber ich würde mal schätzen, von diesen 1000 Gramm Tabak werden wir im Endeffekt vielleicht 50 verrauchen können. Ja, also aufgrund auch von der Oberfläche würde ich sogar sagen, vielleicht maximal 100 Gramm. Ja. Aber da es einfach so viel Volumen auch drunter hat, der halt niemals irgendwann Hitze bekommen wird. Also ja. Er wird vielleicht ein bisschen Rauch abbekommen. Ja. Aber das war's auch. Also ich schätze mal, hier bis zu diesen Zahnstochern wird es vielleicht noch irgendwo anbrennen, aber danach nicht. Ja, denke ich auch. Aber man könnte ja natürlich auch einfach immer die oberen verbrauchten Tabakschichten gerade wieder abmachen. Neue Alu drauf, neue Kohle drauf. Wir könnten es eigentlich auch so machen, dass wir einfach die Melone immer ein Stückchen weiter abschneiden. Also wir rauchen den einfach in Scheibchen. Es ist ein Scheibchenkopf, also du musst den Kopf wirklich... Ja, wie so ein Brot. Ja. Ja. Scheibe für Scheibe geht's voran. Bis es fertig ist. Ja, glaube, ja. Das machen wir. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare packen, falls ihr sowas Bescheuertes schon mal probiert habt. Leute, wir wissen, es war krass verschwenderisch. Spart euch bitte den Hate. Wir wollten es einmal testen. Damit hat sich die Sache, denke ich, auch. Außer Fall. Wir überlegen uns irgendwann noch eine kranke Methode, wie man 1,5 Kilo Tabak wirklich verrauchen kann. Dann können wir das Ganze gerne nochmal toppen. Aber ja, so viel auf jeden Fall zu dem 1 Kilo Tabak in einem Kopf Video. Sollte euch das gefallen haben oder ihr uns euren Respekt zollen wollt für 1000 Gramm Tabak, ich kann es gar nicht oft genug sagen, in einem Kopf, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da für mehr bescheuerte Videos, aber auch vor allem sehr, sehr qualitativ hochwertige Videos, die einen beim Shisha-Rauchen wirklich weiterbringen. Nicht so wie das hier. Aber witzig war es, glaube ich, trotzdem. Witzig war es auf jeden Fall. Ich würde es nicht nochmal machen. Nee. Aber es war eine coole Sache, es war eine coole Erfahrung, muss man dazu sagen. Also ich meine, die Erfahrung haben wir jetzt, die Erfahrung werden wir nicht nochmal machen, nee. Aber Erfahrung ist Gold. Also ich finde es eine lustige Idee, es ist eine sehr, sehr verschwenderische Idee, aber damit haben wir das Kapitel abgeschlossen. Genau, das Thema ist durch, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Daumen nach oben, Abo, schickt das Video einmal an all eure Freunde, wo ihr sagt, Alter, guckt euch die bekloppten Jungs an, 1000 Gramm Tabak in einem Kopf. Ja, wie gesagt, Daumen nach oben, Abo da lassen. Leute, wir wiederholen uns. Wir oh Gott. Und Nase verbrannt? Nee, war tatsächlich ein bisschen warm, aber du solltest auch mal einen... Ja, vielleicht später. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit dem Kopf. Ja, wie gesagt, das soll es dann jetzt auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Leute, macht es gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es um ernsthafte Reviews und ernsthafte Tabaksorten-Reviews geht. Bis dann, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao.